Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming und den LS19. Ja, wie in dem letzten Video schon angekündigt, fangen wir jetzt an hier für unsere Schweine einmal zu produzieren. Dazu bin ich hier schon dabei, unseren Mais einmal runter zu ernten. Ja, Leute, ich habe versucht, mein Lenkrad anzuschließen, aber ich habe es auch angeschlossen, aber das Lenkrad ist einfach, glaube ich, zu alt dafür, für dieses Spiel. Ich kriege immer den Fehler, dass Chines nicht mehr funktioniert. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ich denn vielleicht noch machen könnte. Ich habe auch das Lenkrad schon im Mode-Modus umgestellt, von analog auf digital. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ja, über eure Kommentare wäre ich sehr hilfreich. Vielleicht kann der ein oder andere mir trotzdem helfen. Wenn nicht, muss ich mir einfach ein neues Lenkrad kaufen. Und da würde ich mir dann auch das Lenkrad hier kaufen für den Landwirtschaftssimulator, was von Chines zur Verfügung steht. Mit dem separaten Steuerknüppel, wo man dann auch Frontlader und das alles bedienen kann. Da hätte ich wirklich auch richtig Bock drauf. Aber mir ist dieses Gerät einfach zu teuer. Aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht, dann werde ich die Investition hier für euch natürlich tun, dass wir hier auch wirklich weiter sehr gute Videos bekommen. Ja, ich habe natürlich offline weitergespielt. Hier auf meiner Map. Ja, wir werden jetzt gleich noch einmal einen Wasseranhänger voll holen, bevor wir jetzt gleich hier anfangen und uns den weiteren Fruchtsorten einmal nähern. Denn ich habe auch offline einen Rübenernter gekauft, gemietet. Mit dem passenden, wie nennt man das vorne dran? Schneidwerk, Häckselwerk. Das habe ich schon gemietet. Das steht beim Händler schon bereit. Das werden wir jetzt gleich holen, wenn wir hier einmal unser Wasser ins Coca-Cola-Werk gebracht haben. Ja, ich habe natürlich auch die Eierkartons hier einmal aufgeladen auf dem Anhänger schon. Das habe ich natürlich offline gemacht, dass wir hier einfach wieder mehr Platz haben für unsere Eierkartons. Die Eierkartons werden wir natürlich auch gleich jetzt wegbringen für unseren kleinen Nebenverdienst, der hier aber nicht allzu hoch sein wird. Denn für Eier bekommt man hier wirklich nicht viel Geld, ist nur so ein kleines Nebeneinkommen, so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Tja, warten wir einmal, bis unser Wasseranhänger hier voll ist, um den gleich nochmal rüber zu fahren zum Coca-Cola-Werk. Wir haben auch gerade gesehen, dass dort unsere Paletten schon ziemlich voll sind. Ich werde noch den zweiten Anhänger jetzt kaufen für unsere Paletten zum Abfahren. Denn mit einem Anhänger ist das immer ziemlich kompliziert. Weil immer ständig irgendwas ist geladen, ist nicht vollgeladen, müssen dann wieder warten oder müssen die anderen Sachen dann zwischenlagern irgendwo. In der Sache möchte ich einfach hier aus dem Weg gehen und einfach einen Hänger kaufen, wo wir hier speziell für unsere Paletten Produktion von unseren Produktionsgebäuden dann haben werden. Ja, unser Helfer hat auch schon fast einen vollen Korntank, aber der muss jetzt einmal erst warten, weil ich jetzt erst das Wasser noch ins Coca-Cola-Werk bringe, um dann wieder den Anhänger umzukoppeln für den, wo wir benötigen.
Ja, ich bin mal gleich wirklich sehr gespannt, was wir hier ja, mit dem Rübenernter, ob das denn schon funktioniert. Das können wir auch so einfach weiterlaufen lassen. Deshalb würde ich einfach sagen, bringen wir jetzt einmal unsere Eierkartons hier weg. Ja, wie ihr seht, ich habe auch einen Kredit aufgenommen für unsere Erntemaschine. Ja, für unseren Zuckerrübenernter hatte vorher auch schon einen kleinen Kredit. Den müssen wir natürlich auch weiter abzahlen. So, hier sind jetzt unsere Eiergetreidespeicher Ost. Müssen wir einmal anfahren. Das aktiviere ich hier mit Doppelklick, dass hier unser Navigationssystem einmal weiß, ja, wo wir hin müssen. Dann fahren wir jetzt einmal in den Getreidespeicher Ost, um dort unsere Eier ja abzuladen, zu verkaufen. Ja, ich habe mal die Rundumleuchter angemacht. Ich fahre sehr gerne damit. Wie gesagt, ich würde auch wirklich gerne mit Lenkrad fahren, aber ja, es funktioniert einfach nicht so, wie ich das hier gerne hätte. Ja, hier sehen wir jetzt schön auf der linken Seite, hier steht unser Rübenernter, den ich gemietet habe. Den wir natürlich jetzt gleich hier in Aktion sehen werden, wenn wir anfangen, unsere Zuckerrüben zu ernten. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ja, wenn wir die Zuckerrüben ernten, ja, mit diesem Entladen, das ist, ja, da habe ich noch so ein bisschen, ja, überlege ich gerade, was wir da noch machen können, ob wir denn, ja, oder wie wir diese Zuckerrüben entladen werden, weil, ja, unser Zuckerrübenernter, wenn der voll ist, müssen wir das irgendwo hinladen. Am besten wäre natürlich ein Überladewagen. Aber ja, ich habe keine Lagerkapazität für unsere Zuckerrüben. So viel wie ich weiß, werde natürlich da auch gleich nochmal nachschauen. So, hier laden wir jetzt, ja. Schönerweise ist das hier jetzt schon ja automatisch erfolgt, das Abladen. Dann können wir hier auch jetzt komplett einmal drüber fahren und sehen jetzt hier, werden wir einmal in die Statistik schauen, was wir jetzt hier verdient haben. Einnahmenernte 35.000 Euro für unsere Eierkartons. Ja, fahren wir einmal zurück zum Hof. Rundumleuchte machen wir natürlich auch wieder an. Das ist bei uns hier bei den Bauern auch so, wenn die auf der Straße fahren, auch wenn es nur ein Ballenanhänger ist, der leer ist, haben die immer alle die gelbe Rundumleuchte an. Finde ich auch schöner, dass der Verkehr weiß, ey, da kommt ein Fahrzeug, was Überbreite oder Überlänge hat. Ja, leider reagiert hier die KI, also der Verkehr, den wir hier im Landwirtschaftssimulator haben, nicht so darauf, ja, dass die Fahrzeuge etwas Platz machen. Das würde ich mir natürlich wünschen in den nächsten ja, Landwirtschaftssimulator-Spielen, dass hier der Verkehr etwas mehr drauf eingeht auf unsere Fahrzeuge, wenn wir hier mit Überbreite oder Überlänge fahren. So, den Anhänger werden wir jetzt einfach mal hier ja, stehen lassen. Kuppeln den jetzt hier ab.
switchen dazu jetzt einmal rüber. Ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendwas brauchen. Nee, Gras mähen müssen wir auch. Wir können auch schon ja unser Holz weiter ja ernten. Ja, so Leute, jetzt geht es natürlich los. Hier steht er, unser großer Rübenernter, der Tiger 6. Den werden wir jetzt natürlich hier in vollen Umfang einmal, ja, unser Ernte, ja, Gebiss oder wie man das auch immer nennen mag, werden wir das jetzt hier einmal anhängen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie rum ich jetzt hier an das Fahrzeug fahren muss. Ja, ich bin auch, ja. Man sieht, ich kenne dieses Fahrzeug nicht. Unseren von der Firma Ropa. Sonst hätte ich gleich gewusst, dass wir wirklich von dieser Seite hier einmal dran fahren müssen. So, dann setzen wir das Ganze hier einmal an. Ja, wir haben jetzt natürlich hier extreme Übergröße in unserem Fahrzeug. Deshalb auch wieder die gelbe Rundumleuchte einmal an. Ja, ich finde das Fahrzeug ganz schön nice. Ich habe auch gleich den größten gemietet, den wir hier haben. Ja, nur wie gesagt, mit der Ablageposition unserer Zuckerrüben weiß ich noch nicht, wie wir das Ganze machen werden. Am besten ist, ja, wir werden das Ganze erstmal irgendwo separat auf einen Haufen legen und das dann, ja, mit der Zuckerrübenmaus, die es natürlich hier auch gibt, der ein oder andere kennt sie. Und das dann mit dieser Maus auf dem Anhänger einsammeln. Ja, und dann zu unseren Schweinen bringen. So Leute, und dann sind wir jetzt auch schon angekommen hier. Ich würde sagen, wir klappen jetzt hier das ganze Fahrzeug einmal auf. Mal schauen, was sich hier jetzt alles so tut. Das geht hoch und das geht hoch und das geht hoch. Unsere Förderschnecke befindet sich auch nach oben. Wir klappen einmal unseren, ja, Ernter vorne auf. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt hier schon reicht. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal H für den Helfer. Ja, und schon geht unsere Zuckerrübenernte hier los. Ja, lassen wir fleißig unseren Rübenernter jetzt hier einmal unsere Zuckerrüben schön ernten für unsere Schweine. Ja, dann switchen wir einmal weiter. Der ist auch schon voll und der hier ist auch leer. Den bringen wir jetzt einmal zurück zum Hof, denn ich muss dort unseren Anhänger holen für unseren Mais. Hier die Cola-Kisten können wir natürlich auch schon wieder abholen. Die sich hier schon wieder richtig gut ja, angesammelt haben. Ja, den Rübenernter zu kaufen, das wäre, glaube ich, ja, etwas unwirtschaftlich, weil wir im Moment auch nicht so viel Geld haben dafür. Deshalb war ich einfach der Meinung, wir mieten uns den einfach. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo wir denn hier, ja, unseren Anhänger haben zum Abtanken. Der müsste, glaube ich, hier hinten mitstehen. Irgendwo hier, vermute ich mal sehr stark.
oder auch nicht. Hier steht unser Holz LKW, also unser Holzanhänger. Ja, das ist jetzt natürlich wieder hier die gute Frage. Wo steht jetzt unser Anhänger? Da könnte ich immer ausrasten bei sowas. Ich gucke mal noch einmal da vorne. Nee, aber hier steht er auch nicht bei. Das ist natürlich jetzt wieder. Das ist natürlich jetzt wieder eine Überlegung wert, wo denn hier unser Anhänger steht. Dazu werden wir einmal schauen, wo denn hier unsere Arbeitssachen hier stehen. Ja, das funktioniert leider nicht, weil ich hier Mods dabei habe. Und deshalb zeigt er mir das jetzt hier auch nicht an. Ja, ich war eigentlich der felsenfesten Meinung, dass wir hier unseren Anhänger irgendwo hingestellt haben. Aber irgendwo ist halt gut. Die Frage stellt sich nur, wo dieser Anhänger jetzt hier steht. Ja, es ist wieder recht komisch, wo wir unseren Anhänger hier hingestellt haben. Hier steht er auch nicht. Ach ja, Leute, es ist halt einfach. Ach hier, ja stimmt, hier haben wir den hingestellt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Hier bei der Bierproduktion ist natürlich auch schon wieder so ziemlich der Triggerplatz voll. Aber da passt noch ein wenig hinein, so dass wir da jetzt noch nicht abfahren müssen. Ja, wir fahren jetzt einmal unseren Drescher erst abtanken. Für unseren Mais, den wir hier haben. Dass der Kollege hier natürlich auch weiterfahren kann. So, da haben wir jetzt unseren Drescher einmal abgetankt. Den lassen wir jetzt natürlich hier einmal stehen. Ja, unsere Tiere habe ich auch schon sauber gemacht. Und das habe ich natürlich offline gemacht. Ja, hier unsere ganzen Behälter, die ein Fehlkauf waren, die wir für unsere Düngespritze brauchen. Die kaufe ich natürlich auch noch irgendwann. Da schauen wir einmal rein, was unser Rübenernter hier macht. So wie ich das sehe, hat er hier ein Feld ja etwas ausgelassen. Das werden wir natürlich dann auch noch manuell wieder reinholen. Ja, lassen unseren Rübenernter jetzt einfach mal hier weitermachen, wenn es nur das eine bleibt. Aber ich vermute mal, da hinten am Schweinestall, da werden wir natürlich auch noch etwas Probleme bekommen. Ja, wir schauen einmal rein in die Innenansicht unseres Rübenernters, wie das aus der Cockpit-Perspektive hier aussieht.
ja, ist auch nichts weiteres. Ja, der hat fast einen vollen Korntank. Dazu werden wir einmal, ja, unseren kleinen Anhänger einmal davor spannen, um dort schon mal das erste oder die ersten Rüben zu ernten. Die wir natürlich dann auch gleich zu, ja, unseren Schweinen bringen werden. Das muss ich mal gerade gucken. Hier kommen wir jetzt nicht durch. Hier steht auch alles kreuz und die quer. Da werde ich natürlich auch gleich dann nachher mal ein bisschen aufräumen. Ja, wir haben auch keinen Platz mehr für Wolle. Dort müssten wir natürlich auch etwas, ja, Platz schaffen. So, wir tanken jetzt einmal unseren Rübenernter hier ab. Ja, viel geht hier nicht rein. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ja, wo wir das, hier ist Wasser, wo wir das jetzt hier abladen. Ich vermute mal sehr stark hier. Genau, hier laden wir das Ganze jetzt mit ab. Da kommen auch unsere Schnitzel schon angerannt. Um sich unserer Zuckerrübe hier fleißig zu bedienen. Ja, hier habe ich noch nicht sauber gemacht. Ich möchte jetzt nur einmal gerade schauen, ob wir denn unsere Zuckerrüben, ja, auch hier quasi abladen können im Silo. Ja, wir können hier natürlich auch unsere Zuckerrüben abladen. Das finde ich schon mal sehr gut. Deshalb werden wir auch gleich wieder rüberfahren, werden unseren, ja, Zuckerrübenernter einmal hier wieder abladen, weil der schon ziemlich voll ist. Ja, da müssen wir ziemlich genau daneben fahren. Ja, da sind wir auch schon wieder voll. Also man sieht, dass ja, hier die Kapazität unseres Anhängers wirklich sehr wenig ist. Und wir hier noch zwei, dreimal hin und her fahren müssen, um unsere, ja, Zuckerrüben hier einmal in den Hof zu bringen. Ja, wir haben natürlich die Auswahl, ja, bei den Schweinen einmal Zuckerrüben oder Kartoffeln. Ich habe mich jetzt hier für die Zuckerrüben einmal entschieden. Sicherlich werden wir auch noch in einer der nächsten Videos mal Kartoffeln anpflanzen, um dann unseren Schweinen auch einmal Kartoffeln zu geben. Die können wir natürlich auch hier in dem Silo, ja, einmal ja, abzuladen. Ich vermute mal jetzt, dass unser Helfer hier jetzt ja, voll ist. Dann tanken wir jetzt ja, erst unseren Drescher ab. Ach, wir haben heute so viel Arbeit hier. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles ja, alleine hier schaffen sollen. Aber irgendwie werden wir das hier schon, ja, auf die Reihe bekommen.
Deshalb tanke ich jetzt erstmal hier unseren Drescher ab. Denn unser Rübenernter, ja, der braucht sowieso noch eine ganze Weile, bis er ja das ganze Feld hier abgeladen hat oder abgeerntet hat. Aber unser Drescher hier ist wichtiger mit unserem Mais und dass wir dann auch bei unseren Schweinen die volle Produktionsrate von 100% erreichen können. Ja, da müssen wir einmal gleich, glaube ich, nachsetzen oder wir lassen den einfach jetzt mal hier stehen. Ich weiß auch nicht, ob unser Helfer jetzt hier, doch, der macht jetzt weiter. Gut, dann lassen wir den jetzt hier stehen. Unser Rübenernter, ja, ist auch so gut wie voll. Deshalb müssen wir jetzt hier ein wenig, müssen jetzt ein wenig hier hin und her fahren, um den immer gleich leer zu machen, dass unser Rübenernter wieder weitermachen kann, weil der Rübenernter kostet wirklich ein Schweinegeld. Ja, ist auch für unsere Schweine gedacht. Deshalb laden wir jetzt einmal hier über. So, und dann kann unser Rübenernter jetzt weiterfahren. Werde natürlich gleich wieder hier zurückfahren. Ja, um unseren Rübenernter gleich wieder voll zu entladen. Was natürlich jetzt mit dem kleinen Anhänger hier nicht so gut funktioniert, als wenn wir jetzt den LKW hätten. Aber das ist jetzt, können wir jetzt auch nicht ändern. Wir laden das jetzt einfach mal hier ab. Ich hoffe, dass unser Silo auch reichen wird. Wenn nicht, müssen wir noch ein Zusatzsilo bauen, um die ganze Kapazität einmal hier zu speichern. Unser Sägewerk ist natürlich auch voll mit Holzstapeln, die wir in die Palettenproduktion bringen könnten. Das werde ich aber in dem nächsten Video dann machen. Ich möchte jetzt einfach hier mal weiterfahren, dass wir hier unseren Rübenernter weiter am Laufen halten. Und das ist im Moment wichtiger wie unsere Holzproduktion. Der hier fleißig eine Bahn nach der anderen schiebt. Ich bin mal gespannt, wie das dann da hinten wird, wo unser Schweinestall ist. Ja, wir bräuchten hier wirklich einen sehr großen Anhänger. Den ich aber nicht habe, den ich jetzt auch nicht extra kaufen werde für dieses, einmal Zuckerrüben ernten. Weil die Zuckerrüben, die wir hier rausbringen werden, die bringen uns schon ganz schön, viel Nutzen. Einmal laden wir noch ab, also einmal werden wir noch holen, dann werden wir uns hier mal anderen Arbeiten noch widmen, weil sonst wird das für euch auch zu langweilig, wenn ich hier ständig zum Rübenernter fahre und wieder zurück. Schreibt, ihr könnt ja mal bitte gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr denn von diesem Rübenernter? Oder von meiner Abladestrategie, was ich hier habe. Würdet ihr das genauso machen oder würdet ihr das vielleicht anders machen? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so machen würdet.
So, dann fahren wir noch einmal zurück und bringen das noch einmal zum Hof. Den Rest mache ich dann natürlich offline weiter. Weil wir haben hier drüben ja auch noch eine Bahn, die ich dann ja manuell von Hand ernten muss, weil das unser Rübenernter ja nicht gemacht hat. Weiß ich auch nicht warum, ich habe es nicht gesehen, weil ich mit anderen Aufgaben hier beschäftigt bin. Ja, ihr seht natürlich, dass unsere Arbeiten hier extrem viel werden. Den lassen wir mal alleine jetzt abladen. Wir müssen natürlich auch noch ja unseren Heu verteilen, Mist aufladen. Ja, vielleicht kurz noch, das wird im nächsten Video dann passieren, habe ich hier schon einmal mit dem Bonsai Harvester angefangen, unsere ersten Bäume hier rauszunehmen. Das werde ich aber in dem nächsten Video dann einmal zeigen oder weitermachen, unsere Holzproduktion. Hier habe ich fleißig auch schon weggefahren. Hier müssen wir auch in dem nächsten Video mal unsere Paletten verkaufen. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind auch an der Zeit schon wieder angekommen.